Ja, grüezi miteinander. Ich begrüße Sie hier zu einem nächsten Video in unserem Verdauungskanal. Und zwar möchte ich da mit der Leber weitermachen. Wir haben zum Schluss des letzten Videos haben wir uns mit der diaphragmalen Seite der Leber befasst. Jetzt gehen wir weiter und schauen uns hier die Viszeralseite der Leber an. Also das Arbeitsblatt über die diaphragmale Seite, das sieht so aus, und wenn Sie sich jetzt, also wir haben ganz normal eine Ansicht von ventral, hier ist also rechts und hier ist links, und wenn Sie sich jetzt vorstellen, wir nehmen die Leber einfach raus und drehen sie um und schauen sie jetzt von hinten, also von der viszeralen Seite her an, dann kommen wir zu dieser Ansicht. Das heißt also, die rechte, wir haben es gedreht, oder? Also rechts ist jetzt hier ausnahmsweise mal vertauscht mit der linken Seite. Die Benennung und so weiter bleibt sich jedoch gleich. Also was wir bereits mal kennen, sind Nummer 1 und Nummer 2. Also 1 ist der Lobus hepatis dexter. Zwei ist der linke Leberlappen, das wäre dann der Lobus hepatis sinister. Nummer 3 ist eben diese Area nuda, wo die Leber am Diaphragma befestigt ist. 4 haben wir auch kennengelernt, eben als untere Hohlvene. Ich muss es mal schnell noch etwas nach oben schieben. Die ist da einfach in der Leber eingebettet, die saugt sich dann so im Leberinnern, saugt sie sich den venösen Abfluss der Leber an, also das ist ein recht verzweigtes System. Das können wir hier so stehen lassen. Und dann haben wir hier, ich habe das einfach mal so gestrichelt dargestellt, also hier müssen Sie sich jetzt diese Leitungsbahnen vorstellen, die einerseits in die Leber hineingehen und andererseits aus der Leber herauskommen. Das können wir einfach jetzt mal so als Blackbox behandeln. Das wäre dann in dem Moment die Porta Hepatis, eben die Leberpforte. Das haben wir ja in den Unterlagen aufgeschrieben, welche Leitungsbahnen da hier hinein bzw. hinauskommen. Gut, dann haben wir noch die Vesica Fellea oder Biliaris bzw. Vesica Filiaris, Biliaris oder Fellea, die Gallenblase. So, das können wir hier da mal noch die da dazu nehmen. Gut, jetzt wenn wir da diese Viszeralseite der Leber anschauen, dann sieht die beim Menschen relativ, ungelabt eigentlich aus. Es werden einfach so zwei Erhebungen werden noch definiert als weitere Lappen, und das ist ein bisschen verwirrlich, das sind eigentlich nicht sehr schöne Lappen. Aber da muss man einfach aus der Historie muss man wissen, also die Anatomie vom Mensch, also das Eröffnen eines Menschen ist ja lange Zeit verboten worden. Und zwar von allen Religionen. Also das waren also da nicht nur die christliche Religion, sondern auch die jüdische und die islamische Religion haben das eigentlich verboten. Also der Mensch hat intakt sein sollen müssen. Die beste anatomische Kenntnis hatten eigentlich die Ägypter gehabt, wegen dem Mumifizieren von ihren Leichen. Oder? Die haben ja die Leichen aufgemacht, haben die inneren Organe rausgenommen und quasi die Muskulatur mit Salz eingepackt, also alle Körperhöhlen und so sind dann eingesalzen worden, der ganze Leichnam ist eingesalzen worden, vorher gewaschen und so weiter geworden.
Und dann hat man die Leiche einfach einmal 30 Tage lang so liegen und das Salz hat dann einfach dem toten Körper das Wasser entzogen und nachher haben sie im Prinzip Trockenfleisch gehabt, also eine Mumie, oder? Und dann ist die ja, eingewickelt, wieder gesalbt, nochmal eingewickelt und worden. Und die Eingeweide, also die Thoraxorgane, die abdominalen Organe, die hat man dann in extra Vasen innen, hat man die nochmal irgendwie haltbar gemacht und nachher mit der Mumie zusammen dann begraben. Also die Ägypter, wie gesagt, haben die beste anatomische, die beste anatomische Kenntnis gehabt. Sie haben das einfach nicht aufgeschrieben. Oder sehr, sehr wenig. Oder man hat es nicht gefunden, wie auch immer, was auch immer. Und dann hat man relativ schlechte Kenntnis von der menschlichen Anatomie gehabt. Was man aber gut kennt hat, ist eine tierische Anatomie gewesen. Einerseits mal rein vom Schlachtkörper her, plus von den Opfertieren. Also in allen drei grossen monotheistischen Religionen sind kleine Wiederkäuer, Lämmli und Gitzi als Opfertier gebraucht worden. Und die Wiederkäuer haben eine anders aufgebaute Leber als der Mensch. Ich habe hier irgendwo noch so gerne ein Bild davon. Wo ist sie jetzt? Also hier so eine Abbildung von der Leber, von den verschiedenen Säugetieren. Das hier ist die Visceral. Visceral-Ansicht von einer menschlichen Leber. Das, was hier weiss ist, das ist Gallenblase. Da haben sie die rechte bzw. die linke Leberlappe. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel hier eine Wiederkäuerleber anschauen, also auch von der viszeralen Seite her, oder da haben Sie schon mal eine Gallenblase, das sind alle Tiere, da haben Sie die linke und da haben Sie die rechte Leberlappe. Und jetzt sehen Sie, da haben sie ganz lange spitze Lappen. Also da könnten sie jetzt hier heben und auflupfen und dann hätten sie einfach so einen relativ spitzen Lappen in der Hand. Und der hier, und das ist, da sehen Sie, der ist ja noch, das Teil hier ist noch extra angeschrieben, noch extra benannt worden. Und man hat dann einfach die Anatomie, hat man zuerst einmal an diesen Opfertieren gelernt und angeschaut und benamst, oder? Und jetzt hat man gesehen, bei diesen Lämmli und Geissli hat sie so, also Leber ist ein sehr wichtiges Organ gewesen, die hat man aus diesen Opfertieren quasi entfernt und hat sie auf den Boden geschmissen und je nachdem, oder auf den Tisch oder wohin, auf den Altar oder was auch immer, und hat so geschaut, wie haben sich die Leberlappen irgendwie hergelegt. Und hat dann aus der Lage von diesen Leberlappen haben dann die Priester irgendwelche Ratsuchenden oder Regierenden oder Behörden oder wem auch immer Zukunft vorhergesagt. Also das ist die Historie, das Historische, das hier dahinter steht. Also langer Wort, kurzer Sinn. Man hat an den Lebern von den kleinen Wiederkäuern Benennung gemacht und hat die nachher einfach auf den Mensch übertragen. Und jetzt haben wir hier einen Lobus caudatus, also so einen langgrenzten Lappen. Cauda ist der Schwanz, oder? Lobus caudatus, der geschwänzte Lappen. Hat man bei den kleinen Wiederkäuer gesehen und hat das nachher einfach auf den Mensch übertragen und irgendwie gerne berücksichtigt, dass der Mensch das nicht hat. Also der Mensch hat einfach der Mensch hat hier einfach eine kleine Erhebung, aber einfach in Erinnerung an diese antiken Auguren, die da die Zukunft vorausgesagt haben, ist das halt der geschwänzte Leberlappen, der Lobus caudatus. Hepatis, also Cauda, Entschuldigung. Cauda ist der Schwanz.
Sorry, jetzt habe ich da ein bisschen wenig Platz. Also das müssen sie sich halt einfach so, das muss man halt einfach so lernen. Und da unten, unterhalb der, also nach Caudal verrutscht, haben wir dann den Lobus Quadratus. Also mit etwas Fantasie sieht der hier quadratisch aus. Ich muss da schnell nach oben rutschen. Also das ist der quadratische oder halt schlicht und einfach der viereckige Leberlappen Hepatis. So. Gut. Und dann haben wir noch dieses runde Leberband, dieses Ligamentum teres Hepatis. Das haben wir ja schon im letzten Video kennengelernt, oder? Das kommt von der Porta Hepatis her und geht dann an den Umbilicus. Also hier haben Sie, in dem Bereich haben Sie die Porta Hepatis, also hier haben Sie dann das runde Leberband und das geht dann hier so Richtung Umbilicus. Also, das ist dann das, die Nummer 8. Also, das geht an den Umbilicus. Also die Innenseite. Das hab ich im letzten Video ja auch aufzuzeigen versucht. Da mögen Sie sich vielleicht noch erinnern, das wäre jetzt dieses Ligamentum teres. Hier irgendwo ist die Leberpforte. Oder der Leberhilus, wo dann halt noch die anderen Leberarterie, Gallengang und Pfortader hier in die Leber hineinkommen. Gut. Also ich habe hier noch einfach so ganz schematisch diese Viszeralseite der Leber skizziert, oder? Das können Sie sich hier so etwas einteilen. Vielleicht als Lernhilfe oder so. Da haben Sie den Lobus Dexter und den Lobus Sinister. Also Dexter und Sinister. Dann haben Sie im Prinzip in der Mitte haben Sie die Pforte, also die Porta oder den Hilus. Und oberhalb, darüber liegend, haben Sie den Lobus Caudatus, diesen geschwänzten Leberlappen, der ab beim Menschen nur eine kleine Erhebung bildet. Und unterhalb der Pforte haben Sie dann den Lobus Quadratus. Also der wird dann eigentlich begrenzt durch die Pfortader und durch die Gallenblase. Aber das wird ganz sicher wieder, kommt noch in der Viszeralchirurgie vor. Das ist dann schon, das geht dann also schon, das kommt schon. Gut, also. Dann, auch wenn ich schnell darf, wenn ich dieses veterinärmedizinische Anatomiebuch schon zu Händen habe, möchte ich noch schnell das Kolon zeigen, oder? Also wir haben hier das menschliche Kolon, oder? Also von hinten her gesehen, Aszendens, Transversum, Descendens, Sigmoideum, Rectum, also relativ kurz. Beim Fleischfresser haben wir noch ein kürzeres, aber hier dann bei den Pflanzenfressern haben wir ein recht, recht großes Kolon. Also alle die von Ihnen, die irgendwie mit Rost zu tun haben und vielleicht einmal so eine, wie sagt man dem, so einen Führerschein, ach, wie sagt man, ich weiß nicht mehr, so eine Lizenz gemacht haben, Prüfung, ich weiß nicht mehr, ob man dem heute noch so sagt, früher hat man dem so gesagt. Da sehen Sie mal, was ein Ross für einen langen, langen, langen Dickdarm hat. Also das ist mega lang, mega voluminös. Weil da hat man dann mega viele Bakterien drin, die Pflanzenfasern, die Zellulose müssen
Verdauen aufspalten, oder? Und die langen Därme, die sind halt einfach schlecht befestigt bei der Rost, die können sich dann umlagern und können dann Bleigen und Koliken und weiss nicht was verursachen. Also, das nur noch ganz geschwind gezeigt. Dann gehen wir weiter und schauen uns noch etwas zur Physiologie der Leber an. Also Sie können sich im Prinzip mal vorstellen, dass die Leber die Küche des Körpers ist. Und genauso wie sie in einer Küche Lebensmittel verarbeiten, genauso verarbeitet eigentlich die Leber die Nährstoffe, welche von der Pfortader antransportiert werden. Also stellen Sie sich vor, Sie sind auf dem Merit oder im Migros oder irgendwo und haben sich jetzt irgendwelche Lebensmittel gekauft und kommen mit diesen Lebensmitteln heim in die Küche. Ein Teil der Lebensmittel versorgen Sie wahrscheinlich irgendwo, mal in einen Schaft, in einen Kühlschrank, also ein Teil der Lebensmittel speichern Sie. Speichern. Ein Teil der Lebensmittel essen Sie vielleicht gerade, also brauchen Sie vielleicht gerade. Und dann hat es vielleicht Sachen, wo ich weiß nicht, ob vielleicht beschädigt worden sind während dem Transport oder verdruckt worden sind oder irgend so etwas. Also ein Teil von den Lebensmitteln können Sie vielleicht gar nicht brauchen und tun es dann in Kompost rein oder irgendwo her weg. Also Sie scheiden es aus. Also Sie speichern etwas, Sie tun es gerade verarbeiten oder Sie tun es ausscheiden. Und genau das Gleiche macht die Leber eigentlich auch. Also die Leber ist im Prinzip, machen wir das mal in Gänsefüßchen, die Küche des Körpers. Das heißt, sie funktioniert mal als Speicherorgan. Und zwar ist das eigentlich sehr vernünftig. Die Leber speichert also die schubweise aus dem Darm angelieferten Nährstoffe. Oder wir essen, dann verdauen wir, dann nimmt die Pfortader die Nährstoffe auf. Und das Pfortaderblut ist halt dann so postprandial, also nach dem Essen ist das Pfortaderblut zeitweise sehr, 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 sehr nährstoffgesättigt. Die Nährstoffe werden in die Leber transportiert und dort mal gespeichert. Und die Leber gibt dann die Nährstoffe quasi bedarfsgerecht ab. Also sie speichert die schubweise aus dem Darm ankommenden Nährstoffe. Und gibt sie dann, je nachdem, kontinuierlich oder bedarfsgerecht an den Organismus ab. Also zum Beispiel, das haben wir im letzten Video gehabt, haben wir die Blutglucose. Ich mache das Blut mal in Klammern. Die Glucose wird dann in der Leber gespeichert zum Glykogen. Eben, das ist das, was für die braune Farbe verantwortlich ist. Und wenn es dann wenn dann irgendein Organ Energie braucht, dann wird das halt wieder retour gebaut, zur Glucose umgebaut und in das entsprechende Organ transportiert und dort zur ATP-Produktion verarbeitet. Dann haben wir Vitamine, die in der Leber gespeichert werden.
dort vor allem das Vitamin A. Das brauchen wir für unsere optischen Systeme. Dann haben wir Spurenelemente. Und noch Blut. Also die Leber ist zusammen mit der Milz und den großen Venen in den Extremitäten ist die Leber ein nicht unwichtiger Blutspeicher. Also auch da, wenn die Muskeln arbeiten müssen und die Muskeln dann in dem Moment sehr viel Blut brauchen, dann entleert sich die Leber. Eben dann steht dann halt auch dem Verdauungstrakt nicht so viel Blut zur Verfügung. Gut, also, da wird mal was gespeichert. Dann wird etwas aufgebaut, also synthetisiert. Und zwar baut die Leber zum Beispiel Bluteiweiße auf. Und da sind die wichtigsten oder die bekanntesten die Gerinnungsfaktoren für die Blutgerinnung. Oder mit anderen Worten, wenn jemand eine Lebererkrankung hat, irgendeine Hepatitis oder ein Karzinom oder eine Zirrhose oder so irgendetwas, dann wird die Leber insuffizient, also sie kann dann ihre Leistungen eigentlich nicht mehr so gut machen. Und etwas vom Ersten, was man dann merkt, ist, dass das merken die Leute vielleicht auch an sich selber, dass sie dort zu wenig Blutgerinnungsfaktoren haben, dass sie also einfach schneller blutet. Das kann sein, dass sie eher Nasenblüten haben, das kann sein, wenn sie sich neben stoßen oder so, dass sie dann eher Hämatom haben, das kann sein, dass sie eher Zahnfleischblüten haben oder so, eben weil einfach die Produktion von diesen Gerinnungsfaktoren nicht mehr ganz stimmt. Gut. Dann haben wir noch weitere Eiweiße im Blut, welche von der Leber synthetisiert werden. Das sind sogenannte Transportproteine. Oder wir reden immer so ganz salopp davon, dass Blut transportiert. Ja, ja, das ist schon gut. Aber das ist doch noch ein komplexer Prozess. Also wir haben da verschiedene Proteine, sie sind fähig, irgendwelche Substanzen sich quasi auf den Rücken zu laden, wie ein Rucksack, und dann an den Ort der erwünschten Wirkung zu bringen. Und dann haben wir noch sogenannte Immunglobuline. Das sind Eiweiße, die eine Rolle in der Immunabwehr spielen. Ja, die werden auch in der Leber produziert. Dann produziert die Leber Cholesterin. Cholesterin ist ein Lipid, ein ringförmiges Lipid. Und das ist eine ganz wichtige Substanz in unserem Körper. Das ist ein Grundbaustein. Für Zellmembranen. Und für eine Reihe von Hormonen, also zum Beispiel für die Nebennierenrindenhormone und für die Geschlechtshormone. Also das heißt also, in Ihrem genetischen System ist irgendwo definiert, wie viel Cholesterin das Sie benötigen, um diese Moleküle aufzubauen, die wir brauchen, eben um eine Zellmembran, Geschlechtshormone und so weiter aufbauen zu können.
Das Cholesterin ist ein bisschen im Verruf geraten. Man redet hier von einem High-Density- und einem Low-Density-Cholesterin. Also das eine soll gefährlicher sein als das andere, aber man tut das im Moment wieder ein bisschen überdenken. Es gibt Leute, die haben einfach von Natur aus einen höheren Cholesterinspiegel. Stichwort Grundbaustein für viele Sachen im Körper und haben wegen dem nicht eine schlimmere Arteriosklerose als andere. Also man hat lange Zeit gemeint, Cholesterin ist gefährlich, das macht Arteriosklerose und. Dann kann man messen, wie hoch ist ihr Cholesterinspiegel im Blut drin. Und wenn der gewisse Schwellen überschreibt, dann hat man diesen Leuten cholesterinsenkende Medikamente verschrieben. Aber da findet es im Moment ein bisschen einen Wechsel statt. Weil es gibt halt wirklich einfach Leute, die normal gesund und rund sind und einfach einen erhöhten Cholesterinspiegel von Natur aus haben. Gut, also dieser wichtige Grundbaustein wird ebenfalls von der Leber synthetisiert. Und dann ist ja die Leber eine Drüse, also sie produziert ein Sekret, das ist der Gallensaft. Und da entsteht mal zuerst die sogenannte flüssige Lebergalle. Und wie es der Name sagt, die ist relativ flüssig, die fließt dann da schön durch diese dünnen intrahepatischen Gänge. Fließt die in die Vesica biliaris und wird dort mal gesammelt und eingedickt. Ja, und dort bleibt diese Lebergalle, oder? Die wird dann zur Blasengalle. Und wenn dann gegessen wird und Fett verdaut werden muss, dann kontrahiert sich die Gallenblase und entleert Blasengalle über den Gallengang in das Duodenum, wo dieser Gallensaft dann eine Rolle in der Leber, in der Fettverdauung spielt. Gut. Also es kommt zu einer Abgabe via die extrahepatischen Gallenwege. In das Duodenum, Stichwort Papilla Fateri, zur Fettverdauung. Gut, also und dann macht die Leber baut die Leber Substanzen um oder ab, einerseits mal zur Ausscheidung oder zur Entgiftung oder so, und das ist die sogenannte Biotransformation. Also das ist ein Umbau von nicht ausscheidbaren Substanzen in ausscheidbare Substanzen. Gut. Und zwar werden diese Substanzen dann je nachdem, also die Leber, die kann diese Substanzen umbauen, sodass sie fettlöslich werden, dann werden die via die Galle ausgeschieden. Entschuldigung.
Oder sie haben wasserlösliche Substanzen, die werden dann via die Nieren ausgeschieden. Also das können dann Substanzen aus der Natur sein, aus der Nahrung oder körpereigene Produkte und so weiter. Also was wir im Zusammenhang mit den Nieren mal kennengelernt haben, da haben wir ja die harnpflichtigen Substanzen kennengelernt. Also wenn wir da zum Beispiel aus dem Proteinstoffwechsel, aus dem Proteinabbau Ammoniak nehmen, wird der umgebaut in Harnstoff, also so eine Biotransformation. Also Ammoniak ist ja hochgiftig, Umbau von hochgiftigem Ammoniak. Und der entsteht eben natürlicherweise aus dem Proteinstoffwechsel. Und der wird dann in der Leber sofort in harmlosen Harnstoff umgebaut. Und Harnstoff ist wasserlöslich und der wird dann über die Nieren ausgeschieden. Gut, also das ist jetzt noch so ein, wie soll ich sagen, ein Goodie, was die Leber hier liefert. Also sie kann dann halt auch entgiften. Oder durch diese Ausscheidung, ja. Jetzt ist es leider so, dass die Leber im Prinzip nicht merkt, ich mache das mal in Gänsefüßchen, wenn die Leber Substanzen biotransformiert, ist das Ziel der Leber, diese Substanzen auszuscheiden. Wenn wir Glück haben, und in den allermeisten Fällen ist das so, werden diese Substanzen gleichzeitig noch entgiftet, damit sie auf dem Weg zu diesen Organen, wo sie dann ausgeschieden werden, nicht noch irgendwelchen Schaden anrichten. Jetzt ist es aber leider so, ich muss das vielleicht hier aufschreiben. Die Leber merkt nicht oder erkennt nicht, eben ich mache das mal in Gänsefüßchen, wenn durch die Biotransformation auch gewisse Stoffe giftig werden können. Also wenn wir Pech haben, dann kommt es nicht zu einer Entgiftung, sondern zu einer Giftung. Giftig oder sagen wir mal unverträglich werden oder schädlich, wie auch immer. Also das wäre dann eine Giftung. Also wir haben da Pech in dem Sinn, die Leber erkennt also nicht, dass durch die Biotransformation, also dass ich möchte das jetzt ausscheiden, bestimmte Stoffe giftig bzw. unverträglich werden. Und das bekannteste ist der Alkohol. Da entstehen also Aldehyde. Und das sind dann im Prinzip die Substanzen, die für den Kater verantwortlich sind. Oder Paracetamol. Paracetamol ist der Wirkstoff, wo sie im Dafalgan oder im Tylenol, also Paracetamol ist weltweit am häufigst verkauft, ist der Schmerzmittel, also der Wirkstoff, oder?
Und der wird in der Leber hinein abgebaut. Und da können sie also überdosieren. Und dann, eben dann zerstören sie die Leber mit diesen giftigen. Oder auch der Knollenblätterpilz zum Beispiel. Der Knollenblätterpilz an sich ist nicht giftig. Erst durch die Leberpassage wird er giftig. Oder? Und da haben wir dann schon eine Reihe von Substanzen, die an sich erst durch die Leberpassage giftig werden. Und drum ist die Leber bei verschiedenen Intoxikationen eigentlich das erste Organ, das dann geschädigt werden kann. Also die werden dann giftig durch die Leberpassage. Gut. Und das heißt dann halt also, wenn wir Patienten oder Patientinnen haben mit einer erkrankten Leber oder sehr junge oder sehr alte Leute haben, wo die Leber halt noch nicht oder nicht mehr oder erkrankt, also nicht mehr so leistungsfähig ist, da muss man dann halt unter Umständen Rücksicht drauf nehmen, dass man die nicht noch zusätzlich belastet. Weil sonst, eben wenn die Leber dann insuffizient ist, dann entgiftet sie ungenügend und dann können sich dann toxische Substanzen im Körper anreichern, sodass dann der Patient oder die Patientin ins Leberkoma fällt und im schlimmsten Fall stirbt. Gut, also das wäre etwas zur Physiologie gewesen. Dann können wir noch der Vollständigkeit halber hier die Leitungsbahnen aufnotieren. Die haben wir aber schon an früherer Stelle mal erwähnt gehabt. Also wir haben den Leberhilus bzw. die Leberpforte, die Porte Hepatis, wo wir Leitungsbahnen haben, die eintreten. Da haben wir gesehen, das ist die Arteria Hepatica Propria bzw. die Vena Porte Hepatis und austretend haben wir dann den Ductus Hepaticus Communis. Beziehungsweise den Ductus Hepaticus Sinister und Dexter, aber das ist eine klinische, eine obsttechnische Sache. Ja, dann sind wir an sich am Ende mit der Leber. Ich habe hier zur Info habe ich mit dem Dateinamen Verdauung 36 habe ich Ihnen noch ein Bild einer Lebererkrankung zukommen lassen, die doch vorkommt. Und zwar handelt es sich um den Hunde- bzw. um den Buchsbandwurm. Das ist so ein kleiner Bandwurm, der lebt im Verdauungstrakt der Fleischfresser. Und der produziert dann irgendwelche Eier und die werden mit dem Kot des Tieres, des Wirtes hier ausgeschieden und dann werden diese Eier von Zwischenwirten aufgenommen. Und diese Zwischenwirte, das sind dann meistens Grasfresser, weil der Hund oder der Fuchs oder der Wolf oder was es dann ist, der scheißt ja irgendwo auf die Wiese. Und dann werden diese Eier von Pflanzenfressern aufgenommen, schlüpfen in der Leber dieser Zwischenwirte und der Hund oder der Fuchs oder was es dann ist, der frisst dann die Leber wieder. Also der frisst jetzt nicht, vielleicht nicht direkt eine Kuh, aber vielleicht Schlachtabfälle oder Mäuse. Oder Mäuse können da auch mit infiziert werden. Und so schließt sich dieser Kreis. Oder so ein Parasitending ist immer ein Kreislauf. Jetzt kann der Mensch als Fehlwirt funktionieren, oder? Also der Mensch kann irrtümlicherweise, wenn er Pech hat, wenn er
kann er auch solche Bandwurmeier aufnehmen und dann entstehen halt in der Leber des Menschen entstehen auch diese Veränderungen. Wenn es der Hundebandwurm ist, dann haben sie solche großen, das ist jetzt schon extrem, oder? Aber diese großen Blasen, die lassen sich noch entfernen. Da muss man allerdings sehr, sehr sorgfältig sein, weil wenn man diese Blase ansticht und die sich in das Abdomen entleert, oder Sie sehen hier überall diese Punkte, das sind die sogenannten Finnen, das sind die zukünftigen Bandwürmer. Also wenn die sich ins Abdomen entleeren, dann haben sie schlicht und einfach Pech, weil dann aus jeder Finne entsteht ein Bandwurm in ihrem Abdomen. Das ist dann nicht wirklich gut. Also mit entsprechender Sorgfalt lässt sich das chirurgisch entfernen. Etwas schlimmer ist der Fuchsbandwurm, der macht nicht eine einzelne große Blase, sondern sehr, sehr, sehr viele kleine. Also das sieht dann aus wie ein Karzinom und hat dann auch eine entsprechend schlechtere Prognose. Gut, einfach das mal etwas anderes als nur immer innere und chirurgische und onkologische Erkrankungen und so oder entzündliche Erkrankungen und so. Gut, also, besten Dank.